Ja, ich bin's, der René Pervers mit einer neuen Folge Eintagsfliegen TV. Und ich wollte mich mal zum DHV äußern. Ja, ich kann mich dazu äußern, mir ist das Thema jetzt nicht so wichtig. Aber ich werde da ja öfters dafür angegriffen, dass ich den DHV angreife. Letztendlich ist da vielleicht sogar was dran, dass ich den DHV zu Unrecht angreife. Ich werde das auch gleich argumentieren. Und zwar, der DHV sagt ja, das ist ein Zitat, das wurde wortwörtlich so von Florian Riester, der für den DHV beim Facebook Postings postet, wurde Zitat, ihr wollt, dass es legal wird, dann werdet Privatsponsor beim DHV. Ist in meinen Augen schon Vortäuschung falscher Tatsachen. In meinen Augen. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Aber sei mal dahingestellt, dass letztendlich ist es ja jedem seine eigene Sache, ob er darauf eingeht oder nicht. Also letztendlich könnte ich auch sagen, die Leute, die da bezahlen, sind die Blöden, gar nicht der DHV. Weil was denken denn die meisten davon? Oh ja, cool, der DHV macht was hier, erfolgreichste Petition 2017. Oh ja, wunderbar. Gebracht hat sie nichts. Wer darf durch diese Petition bis jetzt legal kiffen? Meint ihr, er werde durch diese Petition legal kiffen dürfen? Ich bin da anderer Meinung. Die erfolgreichste Petition, die es bis jetzt gab, war die von Dr. Grotenherm, die die Gesetzesänderung herbeigeführt hat, Cannabis auf Rezept. Das war die eigentlich erfolgreichste Petition, weil sie wirklich was verändert hat, auch wenn sie eventuell weniger Unterschriften bekommen hat. Dann das Wichtige ist, wie gesagt, also die Leute sind ja eigentlich die Blöden. Die meinen nämlich, ja gut, ich spende mal dem DHV hier 70 Euro im Jahr oder im Monat. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Betrag ist. Ich war ja selber mal so doof und habe den mal ein paar Monate oder einmal oder zweimal, wie auch immer. Ich habe den mal gesponsert. Ich weiß nicht, einmal im Monat, einmal im Jahr, ich weiß es nicht mehr. Und die Leute denken dann, ja, ich habe ja jetzt was gemacht, dann muss ich ja nichts mehr tun. Ich habe ja den DHV gesponsert. Und das Problem an der Sache, was ich aber sehe, die fahren dann, machen halt nichts mehr, spenden halt dem DHV, der mit dem Geld meiner Meinung nach halt einfach nichts, bis jetzt noch nichts erreicht hat. Okay, ja, sie sind in der Öffentlichkeit gefragt bei den Politikern, sie werden da in irgendwelche Palaverrunden eingeladen, verändert hat es meiner Meinung nach bis jetzt aber nichts. Und die gesellschaftliche Akzeptanz durch Cannabis kommt in erster Linie durch Medizin und nicht durch den DHV, das muss man auch einfach mal realisieren. Und natürlich auch aus der Tatsache heraus, dass die Gesellschaft einfach Cannabis konsumiert. Das auch unabhängig vom DHV. Und dann ist natürlich, wie gesagt, eben wichtig, was denken die Leute, die den DHV sponsern? Die denken sich, gut, ich habe den jetzt gesponsert, damit muss ich nichts mehr machen. So, Thema ist erledigt, mein Aktivismus endet hier. Ach so, okay. Und das Problem ist aber, wenn die in eine Polizeikontrolle geraten, ja, was erzählen sie denn der Polizei? Wie, ich kriege jetzt hier eine Anzeige, ich kriege meinen Führerschein weg, mein Leben ruiniert, ich habe doch dem DHV gesponsert. Soll das so funktionieren? Denkt da mal bitte drüber nach. Und genau mit diesem Satz endet auch schon das Thema DHV. Dann habe ich jetzt in dem Kommentar auch noch gesagt, hey, Steffen Geier dauernd beleidigt. Ich habe Steffen Geier eigentlich gar nicht beleidigt, sondern ich habe ihn auf die Schippe genommen mit lustigen Fotos. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man mit sowas nur mal rechnen. Wer sich in der Öffentlichkeit präsentiert, muss mit sowas rechnen, wie bei mir unter dem Video eben auch kommentiert worden ist. Ich lasse solche Dinge ja auch zu. Ich könnte ja auch die Bewertungen für meine Videos abschalten oder die Kommentare abschalten. Ich lasse gewisse Kommentare generell nicht zu, wenn sie nicht sachlich sind, wenn sie einfach irgendwie beleidigend sind oder wenn da mal irgendwelche möchte gern Rocker aus Rastatt Baden-Baden wieder meinen, sie müssen cool machen, sowas lasse ich gar nicht zu, da habe ich gar keinen Bock, mich mit zu beschäftigen. Aber generell bin ich jetzt nicht der große Freund von Zensur und zensiere deshalb eigentlich so gut wie nicht. Nur halt eben in Ausnahmefällen, wenn es einfach unsachlich ist. Ich habe auch eine Kanalinfo, auf der kann man auch nachlesen, wie ich das auf meinem Kanal handhabe. Und wer sich an diese Regeln nicht hält, der braucht sich auch nicht wundern, wenn Kommentare gelöscht oder erst gar nicht zugelassen werden oder auch Leute blockiert werden. Und ja, dann wie gesagt, ich habe ihn eigentlich nur auf die Schippe genommen. Wenn der damit nicht umgehen kann und sich beleidigt fühlt und mir dann auch noch mit einer Klage droht, was er ja damals getan hat. Ich habe es dann meinem Anwalt gesendet, der musste damals selber lachen. Ich habe auf jeden Fall nie wieder was von ihm gehört in Bezug auf diese Dinge. Und wer halt in der Öffentlichkeit steht, muss halt damit rechnen, dass er auch auf die Spinne genommen wird. Und beleidigen ist schon nochmal was anderes. Also da müssen schon andere Sachen hin und her geschehen. Gell? Und ja, dann war noch irgendeine Anschuldigung, die habe ich jetzt aber gerade irgendwie nicht so auf dem Schirm. Was war das noch? Also DHV irgendwie da ins schlechte Licht gezogen, dann den Steffen Geier beleidigt. Dann war ja noch irgendwas, habe ich jetzt vergessen, dann war es auch nicht so wichtig. Also so viel mal dazu, es ist eigentlich gar nicht das Problem vom DHV, es ist tatsächlich die Faulheit der Leute, die sich denken, die Bequemlichkeit, ich spende dem DHV, ich bin Sponsor, damit habe ich alles getan, da hört mein Aktivismus auf. Und da passiert dann aber nicht viel mehr. Und da kann der DHV auch 20 Mal sagen, die erfolgreichste Petition 2017 oder 18 verändert haben, hat der DHV gesetzlich für irgendwelche Cannabiskonsumenten noch
Nee, ist einfach so. Im Gegenteil, es wird schlimmer. In allen anderen Ländern wurde vor einer Entkriminalisierung oder Legalisierung bereits die Handhabung mit den Konsumenten lockerer, generell auch von der Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem ganzen Justizapparat. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Hier geht es entgegengesetzt. Es wird immer schlimmer. Seit Jahren wird es immer schlimmer. Auch obwohl Medizin legalisiert wurde, ist die Strafverfolgung auf der anderen Seite immer noch sehr groß. Und ja, also da hat sich nichts getan. Trotz DHV, trotz Massensponsoren, trotz dass der DHV immer mehr Kohle kassiert. Und das ist eben da, weil die Leute faul sind, sagen, ah, ich bin Privatsponsor, für mich hat Aktivismus hier auch Thema erledigt. Falsche Einstellung. Das ist auf jeden Fall die falsche Einstellung. Ich bin aber auch nicht immer auf dem ACM seiner Seite, nur weil ich für den ACM Unterschriften sammeln gehe und sage, ja, Druck der Roten Herren Petition ist halt die einzige, die bisher wirklich was verändert hat, was zwar Tatsachen sind, trotzdem bin ich nicht voll der ACM-Fan. Da waren jahrelang Mitglieder in der oberen Führungsetage, die ich einfach nur widerlich fand. Also die haben in so einem Posten absolut nichts zu tun, die sind mittlerweile auch weg, da brauchen wir keinen Namen mehr nennen, die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, gut, dass ihr weg seid. Solche Leute bei euch brauchen wir nicht. Das Problem, was ich sehe, dass Dr. Grotenherm auf der anderen Seite, aber auch die Leute, die sich wirklich einsetzen und die aus Hilflosigkeit, zu denen ich mich selber auch zähle, die einfach keine andere Wahl in der Gesellschaft haben, außer eben, dass irgendwann vielleicht eine Nische sich auftut in einer aufkommenden Cannabis-Industrie, dass die Leute, die da aus Hilflosigkeit so radikal an die Front gehen wie ich, wie zum Beispiel die Magda selber, Sebelka, wie zum Beispiel Günter Weiklein oder sonst, solche Leute kriegen dann nicht die Chance, da sich zu engagieren. Das finde ich schade, weil auch ich und auch solche Leute wie die Magda Sebelka oder wer auch immer, die setzen sich so mit Herz dafür ein und die werden dann noch von der eigenen Szene, auch vom Steffen Geier und so Leuten runtergeputzt und so. Und da soll ich keine, da werde ich noch blöd angemacht, dass ich den angeblich beleidigt habe. Also erstens, er müsste da drüber stehen, kann er nicht, Kleingeist. Punkt 2, Steffen Geier war in meinen Augen schon immer ein Kleingeist. Ich habe am Anfang, habe ich ihn sehr gemocht, beziehungsweise ich fand gut, was er getan hat. Ich habe ihn auch getroffen in Karlsruhe bei seiner komischen Cannabis-Tour 2012. Ich war ein Fan von ihm, kann man so sagen. Ich habe das unterstützt, ich habe das supportet. Dann habe ich festgestellt, das ist ja mal voll der Vollpfosten. Er ist in die SPD gegangen, nicht umsonst. In der SPD sind auch nur Vollpfosten. So, das kannst du jetzt als Beleidigung nehmen oder nicht. In meinen Augen ist es halt eine Meinung, kannst mich auch Vollpfosten nennen. Ich würde dich nicht anzeigen, mir ist sowas egal. Da muss schon Schlimmeres kommen. Und auf jeden Fall, ja, das ist halt meine Meinung. Also, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt gegen den DHV, ich bin eher gegen die Leute, die darauf reinfallen und denken, damit hat sich beim ACM, ich bin mehr für den ACM, weil ich weiß, da steckt mehr Potenzial dahinter, auch wirklich was zu verändern. Auf der anderen Seite weiß ich, dass der ACM auch nicht immer nur das Goldene vom Ei ist, weil da auch zum Wahren des Scheins eben auch, ja, Leute wie ich oder Leute wie die Magda Sebelka eben keine Chance bekommen, obwohl wir ja auch an solchen Aufgaben wachsen könnten. Da allerdings aufgrund unserer Art, die allerdings nur aufgrund der Gesellschaft so ist, einfach der Schein, ist vielleicht ein bisschen zu heikel, solche Leute da reinzunehmen. Ja gut, dann macht halt mit den Sesselpupsern weiter. Gruß an den ACM an der Stelle. Auch wenn ich jetzt trotzdem nochmal darauf hinweise, bitte sammelt Unterschriften. Denn die Petitionen vom ACM und von Dr. Grotenherm sind immer medizinisch, haben eine medizinische Grundlage. Da hockt wirklich ein Team mit Ahnung dahinter. Die Petitionen haben schon mal was verändert. Seitdem gibt es Cannabis auf Rezept. Also wenn ihr schon Unterschriften sammelt, dann bitte für diese Petitionen. Da möchte ich auch mal den DHV bitten, wenn ihr schon so eine riesen Reichweite habt und hier groß ankündigt, Wahnsinn, wir haben die best erfolgreichste Petition des Jahres. Warum macht ihr dann nicht auch groß ankündigen hier Unterschriften für Gesetzesänderungen für Patienten? Ihr schreibt es doch auch immer auf die Fahne. Ja, mit Cannabis als Medizin, bla bla bla. Da kommt recht wenig vom DHV rüber, zumindest so wie ich das so beobachten kann. Vielleicht liege ich da auch falsch, mir kann einer zeigen, hier, wir haben schon 50.000 Unterschriften gesammelt im Namen des DHVs für das Cannabis als Medizin, Cannabis-Patienten raus aus dem Strafrecht. Ich sehe da recht wenig, deswegen sage ich einfach, bin da ein bisschen enttäuscht. Darf ich das nicht sein? Darf ich da nicht meinen Unmut zum Ausdruck bringen? Sind ja auch öffentliche Personen. Machen Leute über mich, mache ich über die. So einfach ist das Leben. Wer da nicht in Betracht kommt, der hat halt auch nichts auf YouTube verloren. So in diesem Sinne, legalisiert und vorbei.